Katharina, Barbara, Thorsten. Die beiden studieren Jura, ich Kunstgeschichte. Sie sind jung, dynamisch, pflichtbewusst. Wir stehen ja hier kurz vor unseren Examen. Wir hatten mit ruhigeren Nachbarn gerechnet. Es ist halt einfach eine total sensible Zeit gerade. Und das sind die Neuen, Anne, Johannes und Eddie. Warum wohnt ihr jetzt wieder zusammen? Es ist lustiger, es ist billiger. Wir können euch nicht helfen. Was meinst du denn? Ja, mal was Schweres tragen, mal zur Apotheke, mal was im Handymenü erklären. All diese Sachen. Wir haben keine Kapazitäten. Haben wir die irgendwie erschreckt? Hallo? Die haben mich erschreckt. Seid ihr nicht auch einfach echt ein bisschen alt für das viele Feiern? Ihr seid die Woche dreimal Treppenhaus putzen. Wir putzen kein sauberes Treppenhaus. Ab jetzt ist Ruhe. Absolute Ruhe. Sonst lernt ihr uns kennen. Ich habe nur zwei Flaschen. Sind die noch von Silvester? Wenn ihr damals ein bisschen flotter gewesen wärt, dann müssten wir heute nicht über Studiengebühren diskutieren. Es war gut damals. 18 Semester Studium. Jetzt fehlt uns das Geld, das wir nicht verdient haben in der Zeit. Keine Sekunde dieser Zeit würde ich hergeben für keinen Betrag dieser Welt. Ich auch nicht. Oh, das sieht ja scheiße aus. Lust auf eine Runde joggen? Thorsten? Wie geht's denn? Wenn irgendwas ist, sag Bescheid, ja? Wer ist das denn? War mir zu laut? Zu nett? Zu alt? Du hattest neulich beim Joggen gesagt, dass wir Bescheid geben können, wenn wir was brauchen. Die von oben sind im Arsch. Die gehen nicht einkaufen, nicht arbeiten, nicht in die Uni. Haben wir das damals gemacht? Ja, dann geh mal hoch, dann siehst du, wo der Unterschied liegt. Mit welcher Systematik gehst du denn da ran? Fang vorne an und hör hinten auf. Du solltest nicht glauben, dass da irgendwo ein Ende kommt. Nee, Moment, stopp. Ich werde die Prüfung nicht schaffen, dann habe ich kein Examen und dann wäre ich so N wie ihr. Ich habe ein Examen.